Wo streame ich denn jetzt eigentlich hin? Ich bin offline. Wo streame ich denn jetzt eigentlich hin? Smashcast TV. Habe ich Bock auf Pferde oder habe ich Bock auf Schießen? Ich hab Bock auf Schießen. Bock auf Schießen. Also nehme ich mal die Preußen. So. Genau. So soll das sein. Wollen wir eine Mappe nehmen mit Wasser so. Oder so? Oder einfach eine große Landmasse? Genau. So soll Land. Das sein. Okay. Wollen wir eine Mappe nehmen mit. Alter, wer ist das? Mit Wasser so. Oder so? Oder Comrade. Einfach eine große Landmasse? Ja. Genau. Der so Land. Das okay. Alter, wer ist das? Mit Wasser oder so? Oder? Comrade. Obwohl, ich komme in den Stream nicht an. Geht schon Ü? Ü geht. Ü geht? Ja, unter Linux noch nicht. Ü? Ü unter. Ja, verstehe. Ich krieg noch Fragezeichen. So, wir wären soweit, ne? Soll ich mal auf Bereitchen klicken hier? Das wäre toll. Bollchen. Ich auch? Startet das Spiel. Wie gesagt, bei mir könnte es jetzt einen Moment länger dauern. Ist nicht schlimm, es streamt auch nicht, Gott sei Dank. Ist euer Ladebildschirm auch so noch links verschoben? Ja. Ja. Okay. Dafür lacht das Pferd ganz besonders. Ja. Bestes Pferd. Ich finde die Sneakers geil, ne? Ja, die sind total authentisch. Oder die roten Cowboy-Stiefel. Ich gar nicht. Du siehst ach, Sneakers da hinten nicht. Die. Ach, die da hängen. Ja. Ja, absolut. Alter, das war eine Bauernarmee jetzt. Ach du Scheiße, die ist ja ziemlich groß. Guck mal hier, und Meldrian ist hinten in der Ecke, weißt du, und hält bloß hinten die Stellung, war klar. Meldrian hat Gelände wird generiert. Ja, schwarze Spieler. Alter, ich warte auf alle. Berge und Hügel. Was ist da los? Ich hab einen Ryzen und er baut gerade die Texturen. Ich bin fertig. Ich kann schon gucken. Also unten links Meldrian, unten rechts Comrade, Voodoo oben links. In der Mitte, Ecke. Da Koppel sind wir. Berg und Hügel. 45 Minuten Zeit. Sind wir nicht nebeneinander? Ist das nicht eingestellt? Das ist nebeneinander. Diagonal durchgezogen ungefähr so diagonal. Unten links sind wir, oben rechts sind die. Ah, okay. Und ich bin oben links. Ja, genau. Ah, super. Ich bin noch unten links. Das ist, du kannst immer schnell zum Mailgun fahren, der fährt zu dir, tauscht Rechner. Das ist eine Idee. Klingt authentisch. Verlieren wir erstmal eine halbe Stunde Laufweg. Ja, oder ihr setzt das Auto und fahrt los. Das weiß ich nicht. Ja, genau. Wheel-Up-Sharing. Was machst du gerade? Ich fahr zum Kumpel, mir gefällt die Startposi nicht. Ja, wir hätten mal hier Ballon-Startoption machen sollen, hätten wir gleich einen einsteigen können. Oh Gott, die Windmülltexturen, oh mein Gott! Das ist schon, wir fangen mal an. Wow. Warte, dass ich das nicht. Das gut. Yeah! Ach, das Bauernarmee, alles klar. Jetzt goes it loose hier. Na denn, Kinder. Ab die Luzi. Ja. Ich hab Herzzerreißen 26 FPS. 18. Oh, das ist doch gar nicht so ein leichter Unterschied, ne? Hm. Bedingt.
hat nicht genug Wohnplätze. Heißt. Hör mal auf, hier als Cheats reinzudonnern. Die Tastatur ist aber echt laut, ja. Ich tippe halt einfach mit Nachdruck. So, ja, Sound, das ist nett. Alter, wo heute noch 37 Leute nichts zu tun, noch da oben. Und 16? Da ist noch eine Mine. So, Mine, Mine, Mine. Irgendeine Mine ausgebaut, ich weiß nicht welche. Du kannst aber, warte mal, da links oben, select all unoccupied by mine. Ich weiß, aber mir nicht an, das ist das Problem. Er sagt mir hier, die Mine ist nicht, aber das macht er mit auf meinem Hauptbildschirm, das wo meine beiden Häuser sind. Tja. Das ist etwas, mal kurz auf Minen auszubauen und lass mal alle besetzen.
Da oben ist noch einer, okay. So, ihr geht da rein. Und doch gar nicht, du auch nicht. Da, 5 Max 5. So. Ah, und die Leute, ich dachte, das ist die Produktion, das sind die Personen, okay. Das sind die Personen und damit halt dann automatisch die Produktion, ne? Okay, jetzt habe ich alles. Okay. Wieder mal kein Gold. Mhm. 36 Stein, 16 Holzhacker, okay. Immer diese Hacker. Dein Bergbau, 100% Steineffizienz. Ernte. Gold, 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 Gold. Das. Was? Ach, das ist Eisen. Das wie Kupfer aussieht. Aber ich krieg kein Gold, wieso tausche ich? Den kann er nicht tauschen. Meine handelt nicht. Wo sind meine Leute alle hin? Meine Leute arbeiten nicht mehr. Ja, meine Kaserne wird nicht gebaut. Einfach stur weg stehen geblieben. Bei mir steht auch alles komplett. Ja, Dito. Ja, das ist. Alle so ein bisschen. Ich glaube, das hängt mit der Menge der Leute zusammen, die da jetzt spielen. Das hatten wir dem anderen Spiel auch so ein bisschen. Jetzt auch mal nicht wieder da. Okay.
ich hatte kurz aber keine Leute mehr auf dem Bild. Jetzt sind alle wieder da. Jetzt habe ich auch Upsala, jetzt habe ich keine Kohle mehr, weil ich habe mein ganzes Gold bekommen. Das ist gut. Ja, wunderbar. Scheiße. Oh. Wer hat denn da... Irgendwas revealed. Ballönchen. Ich hab fertig. Sehr schön. Ich hab fertig. Hab fertig, ja. Ich bin 18. Ich habe nur 7000 Nahrung, das ist jetzt etwas mau, ne? Guido. Ich habe 20.000. Ja, was machst du denn? Weißt du, wie es ist? Ausgeben, um zu investieren oder so. Raus! Gelder müssen weg! Friss den Scheiß selber immer auf. Kriegt keiner was ab hier. Alles meins. Den drin, das sind, da oben fehlen 8. Braucht definitiv noch so ein. Okay, also da oben der lilane Pikaniere, der rote Musketiere und Reiter, auch Pikaniere. Nicht gut. Ah, ich habe keine Nahrung, darum komme ich nicht voran. Du schläfst, schläfst du. Anernte plus 40%.
Der Tamer hast du da schon. Von wem sprichst du? Melrian. Was? Mir? Hast eine kleine nette Armee hast du ja schon, ne? Ein bisschen, aber halt alles 17. Das. Du, ich auch. 167 das Musketiere. Haben die in dem 1-2-2-2 Spiel aber auch gemacht. Da waren auch tatsächlich nur irgendwie Leute aus. Also am Ende waren es halt 18. Jahrhundert, aber angefangen haben die durchaus auch einfach mit den einfachen Hoshis. Oh, hat auch Potenzial, das Ganze. Ich habe halt keine Nahrung. Ich kann gerade nichts ausbauen, weil ich keine Nahrung habe, ne? Das ist gerade echt verflixt hier. Er ist einziger vor zwei und kann keine Welle bauen. Das ist die. Bitte was? Ich habe zwei Stück vor mir und ich kann keine Steinwände bauen, um mal die wenigstens so ein bisschen zu lenken. Ich kann Holzpalisaden aufstellen, so ein bisschen Gallia spielen und das war's. Wieso machst du keine Steinmauer? Kann ich nicht, Adpolze. Achso, da schickt dir einer einen Hochdeich, brauche ich das für dich. Du kannst auch die Einheiten schon mit Grenzen bewegen, ne? Als Verbündeter. Oder nicht? Keine Ahnung. Doch, du kannst sie also, da grundsätzlich drüber bewegen. Also genau, Bauarbeiter kann man, meine ich, kann man schon mal über Grenzen schicken, glaube ich. Wo soll ich denn eine Mauer hinbauen? Ja, erstmal irgendwie so den grünen. Ich kann auch nur Holz. Hat das vielleicht mit diesen Kanonen zu tun? Ja, das hat mit den Kanonen, glaube ich, zu tun. Haben wir keine Kanonen? Nein. Without cannons. Und das beinhaltet dann halt auch, dass du keine schweren Verteidigungs. Alter, warum habe ich keine Artillerie? Warum habe ich gerade Artilleriedepot gebaut? Weil du brauchst so viel Forschung. Ja, vier weiß ich nicht. Er forscht dann viermal so schnell. Spiel hängt gerade nichts klicken. Es bewegt sich nichts. Ja. Bist auch so verpeinzelte Einheiten irgendwo. Die Mühle dreht sich noch und so. Ja. Hast du den Stream erstmal aus, ne? Ja, mit dem Stream nichts zu tun. Stream ist noch an, aber das hatten wir auch ohne, dass ich irgendwas gestreamt habe. Ich sehe den Stream aber gar nicht. Wieso siehst du meinen Stream denn nicht? Guckst du auf nicht auf Twitch. Smashcast. Smashcast. Was ist das? Und das war früher mal Hitbox. Das. Und das. Cool, die hämmern hier noch weiter, das machen sie. Das Gebäude wird auch weiter gebaut, aber
Der Rest im Hintergrund ist nicht da. Das kann echt gefährlich werden nachher. Oh, jetzt bewegt er sich wieder da oben. Jetzt geht's auch da, ja. Okay. Der muss halt einfach nur mal kurz nachdenken. Alter, ach du Scheiße. Hier hin. Ich hab zu viele Leute da am Holz hacken. Baue ich aber auch mal eine Holzpalisade hier so hin. Sicher ist sicher. Na, hallo, bau das erste Gebäude bitte fertig. Auch Palisaden gebaut. Ob das hilft, weiß man nicht. Irgendwo hängen wieder 34. Ah, da. Pikaniere 19. Jahrhundert. Macht das Sinn? Na, ich denke mal schon. Ach Jungs, dass ich nicht denken könnte, baut doch mal kurz euch was dahin.
Ja. Läuft. So, produziert wird ganz fleißig. Alles ist gut. Ja, es geht stetig langsam voran, ne? Scheint aber auch teilweise nicht arbeiten zu können, aus irgendwelchen Gründen. Und ein Haufen Arbeitslose. Habe ich arbeitslos. Nee, deutlich mehr. Das ist wirklich wichtig. Ich glaube, 25 Nicht-Arbeitende. Ich würde sagen, du hast deine Leute aber nicht im Griff, Santa. Was ist das für eine Arbeitsmoral? Eine ziemlich schlechte. Korrekt. Wo sind denn die nicht arbeiten? Das verstehe ich nicht. Oder sind das die mal zwischendurch rumstehen?
Nee, eigentlich schon tatsächlich die, die ja, keine Arbeit haben. Nee, das sind auch die, die. Vielleicht sollte ich mal Leute wieder hier hinschicken. Noch 10 Minuten. Ich überlege gerade so ein bisschen, mich irgendwo ein bisschen abzukapseln. Damit die nicht einfach überall reinlaufen können. Das und das forschen bitte. Nein, 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 nein. Und dann 15 da und davon 10. So, aber jetzt schon einen Haufen Leute. Vielleicht sollte ich mal aufhören, Leute zu produzieren. Das macht vielleicht Sinn, ne? Immer Wachstum. Ja, unendliches Wachstum ist unendlich. Eben, und das kann auch eigentlich nicht so schlecht sein. Was ist denn hier los? Das sehe ich bei mir aber auch nicht, welche das soll sein sollen. Ich auch nicht, das wundert mich halt im AZ. Komm, soll ich bei dich bei und wir stürmen auf Rot? Boah, das klingt doch nach einem Plan, oder? Ja, ne? Wir dann uns halt auf einen oben. Ja, vielleicht sollten wir uns auf einen konzentrieren, oder? Im Prinzip hier. Ja, wie ist denn das jetzt, wenn du jetzt... Ich meine, du stehst ja schon beim Roden drin. So, wenn du jetzt da hochstürmst, hast du automatisch verloren, oder was ist dann los? Wieso soll ich denn verloren haben? Ja, weil... Hier FZ, oder wie ist das? Ich verstehe das irgendwie noch nicht so ganz. Nein, du kannst nicht rüber weg die Grenzen. Doch, kannst du schon, hä? Ja, deswegen, er steht ja... Du kannst halt nicht angreifen. Okay, also quasi so... Zwangsverbündet bis zum Zeitpunkt X oder was? Ungefähr. Warte mal, ich habe ihn gerade jetzt angegriffen. Okay, mal gucken, was passiert. Vielleicht ist das nur eine stille Übereinkunft, und die man sich nicht halten muss, keine Ahnung. Aber jetzt zeigt das ja tatsächlich schon an, hier. Mal gucken, was passiert. Ich kann den scheinbar angreifen. Guck da jetzt auch mal zu. Ja. Ja, das geht schon los hier fleißig. So. Okay. Hier, aber nee. Die hier an die Leute verlecken. Hol die da weg. Stopp, stopp, zurück. Das ist ja, ja, ich seh's. Alles zurück. In dem Moment, wenn die einen Schuss machen.
ist vorbei. Tot. Ja. Aber hier sein Ruder, ne? Der geht hier vielleicht. Achso, weil es sein Gelände ist. Ja, okay, alles klar. So, boah, ist das eine linke Nummer, Alter. Aber hätten wir uns danke fürs Auschecken. Ja, bitte. Oh, super, hast du gut gemacht. Ich guck mal, dass ich mal eine kleine Armee kriege hier. Ich finde auch, so Verräter werden nicht unterstützt. Ich würde sagen, wir lassen einfach, dabei ist, ne? Super, es läuft. Ich komme damit klar. Ein Zorn wird sie halt ereilen. Wenn hier 19 Leute nichts zu tun haben, kann auch nicht sein. 100! Ich hab 100 Leute nichts machen! Warum? Hier irgendwo hin! Das Spiel steht auch wieder, das Spiel steht. Jetzt geht's weiter. Das sind halt einfach mal ein bisschen nachdenken. Also ich kann zwar bauen. Also bauen geht noch. Und ein paar Einheiten bewegen sie auch noch. Sandra, du bist auch ganz schön der Stresser, ne? Ja, das Spiel ist habe ich gestern schon. Ist so entspannt. Okay. Doch, das ist hier wirklich. Die stehen dann vor den Gebäuden rum und können nichts tun. Okay. Also, wenn das Spiel free ist, dann siehst du das ganz gut. Dass ein Haufen Leute dann da stehen und nichts machen können. Und ihr Schiff. Was? Danke. Ich hab einen Moment gebraucht. Kenn ich was? War Insider oder was? Nee. Sinnlos im Weltraum. Versuchte ihnen die Enterprise abzukaufen. Auf den Straßen. Und ihr Schiff. Genau. Dieses schicke Rambo-Messer. Ja, oder so, oder? Ich habe mir die Videos nochmal irgendwie geholt und festgestellt, Qualität ist mittlerweile nicht mehr so gut. Also schon noch gut, aber jetzt nicht mehr so gut. Das ist aber schon sehr amüsant gewesen damals, also das muss ich sagen. Ihr habt nicht genügend Wohnplätze? Nein! Ja, hier Massenwohnbau. Dann sollte man auf der Straße schlafen, oder? Massenwohnbau. Bei uns bauen die schließlich auch alles voll. Können wir das hier auch machen? Ein paar Blocks hochziehen, dann passt das schon. So, noch 3 Minuten. So. Alle zeitlich bei dir angekommen. Nee, doch nicht. Da ist noch ein Strupp unterwegs. Ja, das war schon, das ist schon ein bisschen, schon nett, was du da so vor dir herkarst. Jetzt geh nicht wieder so nah ran. Ach, meinst du mich oder was? Ja, klar. Hey, ich bin nur, auf Forschungsreise. Mir sind die Häuser ausgegangen. Wo bleibt ihr denn, ihr Pisser? Meine Herr hat Palisaden gebaut, kann nur, dass die jetzt hier den Weg aller Wege gehen. Ups.
Der feine Herr. 2 Minuten. Ich bin halt sicherer, wenn ich eingebaut bin. Ich dass du nachher immer durchreitet da, weißt du? Hm? So, noch irgendwo. So, kann mir irgendjemand irgendwas Berittenes, Schnelles mal hochschicken? So eine Einheit? Ja. Das ist gut. Ich schick dir am besten eine ganze Armee, ist das in Ordnung? Aber nur eine, nicht gleich übertreiben. Eine reicht, wenn die groß genug ist. 400 Mann oder so müssen reichen. Wie wär's mit 500? Das ist okay. Wo soll ich die hinstellen? Hier so? Na, so in meine Musketen rein. Aber du musst aufpassen, von rechts ist auch eine Riesenarmee, ne? Die kommt gleich hier runter. Ja, wieso denn zu mir? Vielleicht gehen die ja auch nach rechts unten. Grün wegmachen. Hallo, den wollte ich haben. 120 Mann. Eine Minute verbleibende. Den wollte ich haben. Den nehme ich jetzt auch. Ich muss einen neuen Standard-Startplatz finden für meine Reiter. Das und das und das und das nehmen. Und ihr reitet bitte auch noch da hoch. So, soll ich mich jetzt hier stellen oder vor dir erstmal irgendwo hin? Einstellen. Ach warte, ja, weil ich wollte ja nicht Splend nach oben. Ich werde erstmal hier stehen, weil ich nicht weiß, was die anderen da hinten machen. So, ja. Das war's. Grenzen sind uff. Also meiner Meinung nach ist das ab sofort. Ab sofort jetzt, genau. So, da kommt der Lederne, ne? Der ist auch schon. Ach nee, das sind seine Arbeiter. Nee, dann ist es jetzt mich nicht. Nee, da kommen die ganzen Ossis rüber. Ja, dann. Norden, to the north? Ja. Ciao. Wir kommen zum Bergleiten, Sebi. Ja, ist in Ordnung. Lass uns hier so treffen, in der Mitte. Machen wir erstmal die Jungs hier unten ein bisschen nass. Ich hab Spaß. Was? Ein Gebäude? Achso, eine Einheit oder ein Gebäude wird angegriffen, das ist ja albern. Ja, weil du das wahrscheinlich übernommen hast. Möglich. Ja, ich habe eine Stadthalle. Geil! Warum auch nicht? Immer her damit. Der ist kommt davon da oben. Ist er angeschissen? Wenn meine Herren sich vielleicht aufstellen könnten. Aber schön, dass auch die NPCs so ein Artillerie-Dings bauen, ohne jeden Grund. Nee, es ist ja ohne Grund, es musste wegen Forschung. So. So, da würde dann auch der Feind kommen, El Comrado. Na, ich bin ja schon mittendrin. Ich habe ihn sogar Sechs von zwei Rain. Seiten angegriffen. Sechs Rain. Nein! Rett meine Armee woanders hin! Außerdem habe ich bei 12 FPS jede Menge Zeit dran nachzudenken, was ich tue. Ultra ever.
einfach niedergesmackt. So. Wie formuliere ich das? Ich habe auf jeden Fall jede Menge freien Wohnraum wieder. Ist wohl wahr. Ich habe 6 Einheiten verloren. Dafür habe ich ein paar Tausend verloren. Naja gut, du kannst das ab. Ist ja alles nur 17. Jahrhundert. Das ist alles altbacken und muss ewig. Pferde gegen Musketiere ist nicht so der Bringer. Seems it. Wo ist denn der durchgeritten, verdammt nochmal? Oh, da kommt Gelb. Da kommt Gelb. Sehr Crush. So, Jungs, dann stellt euch mal auf. Denkt an eure Ausbildung, dann wird das alles gut. Oder so. Stand ground. Musketiere nach hinten, bitte. Eine Linie bauen, eine Linie bauen. Niedergestreckt. Den Optimier, das Optimierpotenzial extrapoliert, würde ich sagen. Warte, hier unten stehen einen Haufen Bauern und machen nichts. Ey. Eine Möglichkeit, diese blöden kleinen Holzhütten da wegzumachen? Hast du Grenadiere oder sowas dabei? Nee, habe ich nicht. Ich schwenke mal gleich um. Ich produziere mal ein paar Grenadiere. Aber erst muss ich die weiter ausbauen. Oh, jetzt kommt er. Gelb, oder was? Gut. Der will ein bisschen mehr gehen. So, das war grün. Rosa kommt. Oh, verdammt. Ja, wir brauchen tatsächlich Hilfe hier bei Gelb. Rechts unten. Weißt du, muss ich erstmal gucken, dass wir hier unten
Die Einhalterung echt nicht die schnellsten, ne? Also ich robb da jetzt los, aber... Boah, kann das dauert halt ein... Hier da oben noch? Aber auch nichts Nahkampfmäßiges, ne? Jetzt vor, wir den Berg angreifen oder was? Das ist echt ein aggressiver Berg. Eure Gebäude werden angegriffen? Golfbeine unten läuft's noch, ja? Gerade ist noch, ja. Ich muss halt auf den Nahkampf mal gewechselt. Mal gucken, ob das nicht verbessert. Einer greift den Feind an, warten wie? Nee, glaube ich nicht. Was fehlt mir denn? Mir fehlt Gold! Nahrung. 10.000, 100.000, 50.000. Zack. 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 So. Also grün ist platt. Jo. Also ich glaube, der Stresser wird wieder hier, gibt es wieder einen Stressgegner. Achso, ich bin auf kurz bauen.
Hängt das gerade? Nee, eigentlich nicht. Okay. Ah, jetzt. So. Und dann bräuchte ich euch mal bitte hierher. Wo reite ich eigentlich alle hin? Ach, da oben. Da unten was läuft noch, ja? Oh, läuft doch gut. Ganze Priester hier. Eine Priesterarmee. Ich will erstmal auslöschen. Also was, ey, ich baue jetzt keine Gebäude, Menschen mehr. Das ist zu heftig gerade. Jo, dann produziere ich mal.
Oh, der Gelbe kommt wieder von oben, ne? Ah, das waren gerade 100 Grenadiere. Auf einen Schlag waren es nur noch 36. Ey. Das sind diese kleinen Holzhütten da, weißt du? Ja.
Ja, die sind echt fies. Was ist das eigentlich für ein Ding? Lockere Stadt. Und Stadtgebäude sind das, ja, ja. Wieder hunderte von Bauern, die nicht arbeiten. Und ich weiß einfach nicht wo. Oh, Steve, ist da schon oben durchgelaufen. So. Wo sind eigentlich meine Reiter? Ach, da. Okay, also 3, 4 Schwere ist jetzt auch dann was anderes, okay. Ja, so richtig unmachbar war das jetzt nicht, ne? Ne. Ich suche immer noch meine Minen, aber ich glaube, jetzt habe ich rausgefunden, wie man es sieht. Doch hier oben eine Mine. Ich glaube, meine Armee wird nicht mehr fertig, wa? Da oben. Bevor ich da mit der ankomme, ist es vorbei. Da ist noch was von Gelben über! Bleib doch einfach vor der Stadtgrenze hier stehen und hol doch nicht mit. Warte, ich komm auch mit meiner kleinen Armee. So, jetzt habe ich noch eine Mine. Da! Ach, die habe ich erobert. Das ist eine 94er Goldmine, die ich erobert habe. Wie ich die erober, weiß ich auch nicht immer so ganz genau. Manchmal habe ich die, manchmal habe ich die nicht. War noch nicht ganz gecheckt, gebe ich zu. Das ist, ob der Gegner vorher die zerstört oder nicht. Okay. Das löst das grundsätzliche Verständnisproblem nicht. So, jetzt mal hier 25 Leute wegnehmen von. Okay, 115 ist auch nicht schlecht. Nehmen wir 115 davon weg. Also in Goldminen habe ich so einige Leute drin, aber das war's dann auch. Was ich Stück habe ich gemacht. Hat irgendwie gereicht. Okay, aber die Grenadiere greifen nicht selbstständig Gebäude an. Nee, Gebäude leider nicht, das muss ich auch nicht bestellen, das ist gefallen. Ach so.
Ich habe eine Goldminute 94 Österreichern übernommen. Halb Wiener Award quasi. Wie gesagt, also ich habe immer noch einen Haufen Leute nichts zu tun. Ich weiß nicht so wirklich wo. Tja, jetzt zählt das auch falsch an, ich meine. Alter, wer wohnt am Flughafen? Das bin ich. Aber es dürfen die doch nicht mehr über die Stadt starten. Also starten sie über das umgebende Land. Sie heilen sich alle schon gegenseitig. Eine Schmiede brauche ich noch? Ich glaube, du brauchst nichts mehr. Doch, ich brauche schnell ein paar Grenadiere. Ich glaube nicht. Das Einzige, was hier noch übrig ist, sind ein paar Priester. Verdammt, das sind nur Schildkämpfer. Hier alles kaputt.